Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan OWL Teuton. Wir haben ein aktuelles Event, nämlich wir haben eine Herausforderung. Ich finde das besonders gut, muss ich sagen, dass endlich mal etwas von Clash of Clans hier in Clash Royale aufgenommen wurde, denn es gibt die Heilungsherausforderung in 3 Tagen und 12 Stunden. Das heißt also, man bekommt oder man kann ihn bekommen vorher schon. Es ist übrigens eine seltene Karte, den Heilzauber. Also finde ich richtig gut, dass hier Heilung mit ins Spiel kommt, denn ich glaube, hier gibt es überhaupt noch keine Truppe oder so, die A, sich selber heilen kann oder B, andere Truppen heilt. Und deswegen muss ich sagen, ja, finde ich das richtig gut und ich freue mich auch schon. Dauert allerdings noch 3 Tage und 12 Stunden. Ist ein sogenanntes Sonderereignis hier bei Clash Royale. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen tiefer schlau gemacht. Ihr habt das ja mitbekommen, dass ich hier jetzt so ein bisschen mal nicht Tempo zulegen will. Ja, dafür müsste ich hier richtig investieren, aber wir haben nach dem Clan-Krampf, so muss man es ja sagen, habe ich nur so ein bisschen geclasht und also hier in Clash Royale, während ich hier so ein bisschen die Truhen aufmache, Abracadabra, Simsalabim links und naja, das ist gut. Was mich eigentlich wirklich mal interessieren würde, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wie macht ihr oder wie levelt ihr eure Truppen, wenn ihr nicht genug Gold habt? Also ich bin jetzt so ein bisschen der Zwickmühle. Das zeige ich euch gleich. Und auch das könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben. Was ihr... Oh, das ist super. Drachenbaby, eine Karte. Jawohl. Das ist gut. Aus so einer ganz normalen Truhe. Also finde ich immer gut, wenn da so ein bisschen was Besonderes drin ist. Und Feuerball ist auch super. Minenwerfer ist in Ordnung. Ab und zu wird er mal angefordert bei uns zum Spenden. Kann ich den dann benutzen. Aber wie levelt ihr eigentlich eure Karten? Also ich bin im Moment so ein bisschen in der Zwickmühle, was ich eigentlich machen soll. Denn ich habe aus der Clan-Kampftruhe den Inferno-Drachen gezogen. Ja? Und könnte ihn jetzt verbessern für 5000. Allerdings, ihr seht selber, 9.880. Ah, das ist nicht gerade viel und ich kann aber noch andere schöne Karten verbessern und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Der Gift hier mit 8000, der Bowler kostet 4000. Ja, also ich kann schon so ein paar nette Sachen sicherlich leveln, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich habe heute auch schon mal so ein paar Freunde gefragt und die sind der Meinung, nimm den Inferno-Drachen, den gerade eine legendäre Karte, die levelt man dann ja doch ein bisschen oder eher erstmal selten, aber ihr seht selber, was ich alles noch leveln kann. Und ja, da bin ich ein bisschen in der Zwickmühle. Da brauche ich eure Hilfe, bevor ich das ganze Zeug hier ausgebe. Na klar, kann man jetzt was im Shop kaufen. Ja, ich habe auch tatsächlich was gekauft, denn ich habe die Musketierinnen gekauft. Die werden bei uns ab und zu mal angefordert. Dann kann ich sie spenden. Das war jetzt nicht ganz so tragisch. Ich könnte sie auch leveln. Ja, auch das ist eine Karte, die kann ich leveln. Ich glaube, auf Level 7 gehen die dann bei mir. Aber man kann natürlich auch ein bisschen in Gold investieren. Ich meine, 10.000 Gold für jetzt 500 Kronen oder Juwelen heißt es hier. Das kann ich mir auch gerade noch so leisten. Und ich habe aber vor, in den nächsten Wochen auch mal ein Turnier zu erstellen, beziehungsweise hier so ein benutzerdefiniertes Turnier zu erstellen. Und ich weiß nur noch nicht genau, wie ich dort dann Kennwort etc. bekannt gebe. Ich denke mal, wir gehen aber eine Nummer höher, so 500 bis 2000 ist schon eine Nummer. Aber ich denke mal, 500 Juwels kann ich davor ausgeben, dass ich mich euch mal ein schönes Turnier spielen kann. Und das plane ich einfach mal. Nicht, dass ich das jetzt erst gesehen hatte, aber ich habe das noch nie so richtig in Betracht gezogen. Auch die Sachen hier unten hätte man schon lange mal spielen können. Hier so eine große für 100. Kann man ja mal machen. Dafür habe ich auch ein bisschen angespart. Und ihr seht es aber selber. Ich bin etwas mit den Pokalen runter. In Clash of Clans hätte ich jetzt gesagt, ja, ich bin mit den Pokis runter, weil ich etwas mehr Lot in den unteren Ligen finde. Hier ist es aber ganz, ganz anders. Hier ist nämlich so, ich bin einfach zu dumm, dieses Spiel hier zu spielen oder zu noobig, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
bin bei 2520 jetzt, also wieder eine Arena runter. Und das hat mich auch gewurmt, muss ich sagen, ohne Ende. Und ich habe jeden Kampf echt mit Bedacht gemacht, was ich hier mache. Mit dieser Truppe hier bin ich nach wie vor unterwegs und habe wirklich lange überlegt und viel gespielt hier, dass ich überhaupt wieder so einigermaßen hochkam. Denn ich war auch richtig niedrig hier mit dieser Armee hier, beziehungsweise auch mit anderen Armeen. Und das hat mich so abgenervt. Muss ich mal so sagen. Oh, was ist das denn? Alter, das ist ja krass. Oh, nicht schlecht. Okay, kann man machen. Zweimal Friedhof, da dann hat er den schön gespiegelt. Wenn es ihm denn hilft, dann ist das sicherlich in Ordnung. Aber wir gucken mal, dass wir hier mit Lufttruppen richtig schön hart kontern können. Und er kommt hier jetzt mit einem Elektromagier. Das hat ihm nicht wirklich geholfen. Ich denke mal, da geht unser Ballon jetzt mit dem Megalakaien und den Kobolden gut durch. Zweimal Friedhof habe ich ja noch nie gesehen, dass einer das so abspielt. Jetzt kommt er hier zwar mit dem mit einer Bodentruppe, okay. Die kann ich jetzt nicht wirklich kontern. Ich meine, den Bola kann man natürlich kontern. Ich habe jetzt immer noch meine Mini-Skelette so ein bisschen zum Ablenken, aber komme hier jetzt einfach mal mit dem Megalakaien. Er kommt hier jetzt schon wieder mit dem Friedhof, okay. Oh, mein Herr, ey, so was Blödes. Ich meine, klar kann man machen. Er wird jetzt auch meinen Turm kriegen, schätze ich mal. Aber habe ich echt noch nicht gesehen, sowas hier mit einem Doppelfriedhof zu kommen oder so exzessiv hier den Friedhof zu spielen. Ich meine, eigentlich ist es mir jetzt wirklich egal, was er hier spielt für ein Deck. Und ich friese aber auch mal seinen Turm. Ich hoffe, dass ich den Elektromagier wegbekomme. Und dahinter noch ein Megalakaien. Ja, also habe ich echt noch nicht gesehen, sowas. Aber gut, das kommt mir natürlich zugute, hier gleich so einzusteigen in die Folge des bei Clash Royale 2550. Also wir sind wieder nahe dran und spende jetzt auch mal die Kobold Gang. Auf die spare ich im Moment. Die habe ich auch aktuell im Deck. Ich denke mal, das ist eine gute Karte, jetzt schon auf Level 7. Mal sehen, das wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich die auch auf 8 machen. Aber ich möchte natürlich unter Umständen andere Karten einbauen. Und auch wieder ein bisschen, ja, ich will wenigstens wieder in Liga oder Arena 9 kommen. Das muss einfach drin sein. Auch mit der Truppe hier, der hat genauso viele Pokale wie ich, 2550. Und mal schauen, was er denn hier für ein Deck dagegen hat. Okay, er kommt mit einem Riesen. Ja, da gucke ich mal Lavahund raus. Mal ganz piano hier. Ich muss dieses Spiel einfach ruhiger spielen. So muss man sagen. Und ich froste hier vorne jetzt mal. Das ist mir jetzt egal. Er kommt jetzt allerdings auch mit dem Fass hier. Und ich schaffe jetzt den... der Elektromagier ist echt eine starke Karte. Vielleicht sollte ich den mal noch zusätzlich mit einbauen. Denn der rockt ja doch ziemlich stark ab, muss man sagen. So, jetzt muss aber hinten mein... der geht durch. Okay. Meine Welpen machen noch Schaden. Ja, wunderbar. Das ist super. Ich konnte jetzt schon mit dem Ballon. Ja, der kann gleich durchfliegen. Denn der kleine Laki, der schafft das. Der Welpe hat es gepackt. Und ich ziehe hier jetzt den Megalakaien gleich hinterher. Damit ich hier irgendwie diesen Elektromagier schaffe. Ah, schaffe ich nicht. Also echt nach wie vor eine starke Karte. Ich habe auch schon gedacht, ich baue den hier nochmal ein. Irgendwie. Denn der ist wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Und Alter, allein auf Level 1. Guck mal, wie lange der durchhält und wie lange der durchgeht und immer noch. Also das ist echt nicht normal. Unten mein Turm hat natürlich jetzt auch nicht mehr so viele HPs und er wird sicherlich wieder mit dem Riesen kommen. Also werden wir hier hart kontern müssen mit unseren Karten. Ich weiß nur noch nicht, wie ich jetzt meinen Lavahund am geschicktesten einsetze. Weil er wird sicherlich wieder mit dem Megalakaien kommen. Mit dem Elektromagier kommen. Und deswegen füllen wir das einfach ein bisschen auf. Und checken mal, was hier jetzt geht. Da ist er schon wieder mit dem alten, blöden... Mit dem komischen Elektromagier. Das kotzt mich echt an. Und er versucht jetzt natürlich, beide Türme von mir zu bekommen.
Mal sehen, wie weit er da kommt oder wie weit wir jetzt hier kommen. Ah, wir kommen auch nicht wirklich weit. Das hat er nicht schlecht gemacht hier mit seiner Truppe. Und ja, da kann ich jetzt nicht mehr wirklich viel ablenken. Ich gucke mal, ich ziehe jetzt einfach mal einen Ballon raus, dass die beiden Truppen hier abgelenkt sind. Aber jetzt hat er hier schon zwei von diesen Elektromagiern hier im Feld. Die kriege ich gerade noch so mit Pfeile fertig, aber der Sechser Riese wird meinen Turm schaffen. Ja, komm. Oh, naja. Ah ja, ja, ist ein schwierig zu spielendes Deck hier von mir. Und ja, also der Elektromagier, ich könnte jetzt irgendeine Karte austauschen. Ich muss mal gerade gucken, wie teuer der denn eigentlich ist. Denn ich will ja auch nicht ganz so viel Elex verbrauchen. Okay, der kostet 4. Ja, was könnte ich hier austauschen? Na, das ist schwierig. Ich könnte mein Deck jetzt ein bisschen teurer machen, indem ich die Skellies rausnehme, damit ich den mit habe. Oder ich kann den Megalakaien auch mitnehmen, aber den brauche ich immer so ein bisschen aus der Luft. Wisst ihr was? Ich nehme den mal trotzdem mit. Ich habe den ja auf Level 2. Dann wird mein Deck teurer auf 4. Mal sehen, ob der vor allen Dingen in der Defense ist der echt gut. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie lange der durchgeht. Das ist echt nicht normal. Mal gucken, ob der in meinem Deck hier auch so gut hält. Jetzt habe ich natürlich nichts, mit dem ich so richtig großartig hier kontern könnte, aber das Fass können wir in jedem Fall kontern. Gucken mal jetzt, dass wir ja, optimalerweise den Mega-Lakaien hier noch davor ziehen. Er kommt hier unten nämlich jetzt mit einer Valkyre. Das wäre so ein richtig gefundenes Fressen für meinen Elektromagier mit noch vielleicht den anderen. Ja, jetzt kommt er da hinten mit den Truppen. Die frosten wir mal. Das ist mir jetzt egal, weil der macht jetzt ein bisschen kontinuierlich Schaden. Unten geht mein Elektromagier. Und jetzt ziehe ich mal meine Sperrkobolde hinterher. Mal sehen, was er dort anstinken kann. Ich muss hier ein bisschen außer Luft jetzt echt was retten. Kann man nicht anders sagen. Ah, mal gucken. Na. Der... Oh, da hab ich echt Lack gehabt, dass der Schweinereiter jetzt nicht so durch... Ja, okay, den kriegst du den Turm. Ja, das mag sein. Aber der Tunnelgräber ist jetzt nicht wirklich so super stark, finde ich, auch wenn er auf 2 ist. Ich glaube, der Elektromagier macht sich in der Defense richtig gut. Geht jetzt natürlich stark auf Offense. Hier muss ich jetzt einfach mal das machen. Da fiel mir jetzt echt nichts anderes ein. Einmal die Pfeile gesetzt. Oh nein, ich habe wieder nichts ausgewählt. Meine Herren, wieso wähle ich hier manchmal nichts aus? Ich habe doch was ausgewählt und habe es auch gemacht. Das geht mir echt nicht in den Kopf. Scheiße. Ja, ja, jetzt hast du gleich meinen zweiten Turm. Aber wir werden hier jetzt hart kontern. Und zwar ganz piano mit meinem Ballon. Und dann gucken wir mal in der Doppelphase hier, dass wir die hier alle gegiftet kriegen. Ah, nicht gegiftet, gefrostet. Okay, das hat noch funktioniert. Aber der Rest hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Oh, Junge, Junge, Junge. Mann. Das ist echt für den Arsch. Muss ich mal so sagen. Und die Valkyrie kriegen wir hier in jedem Fall aufgehalten. Und auch seine... Also das Fass weiß ich nicht. Das kann man immer irgendwo gut kontern. Finde ich zumindest. Und jetzt ziehen wir den meinen Offense hier. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Wo ist mein Frost? Da ist mein Frost. Ja komm, der Ballon, der muss ja jetzt durchgehen hier. Der Ballon geht auch durch, aber es reicht nicht. Er schlägt mich 2-1, ey. Er schlägt mich 2-1. Scheiße. 2004, bin wieder unter 2-5. Eieieiei. Naja. So, kurz mal gestärkt. Ich bin wieder unter 2-5. Also, ich will dieses Deck aber weiterspielen. Ich glaube, der Elektromagier ist hier für die Defense und Offense genau das Richtige, was wir brauchen. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts, was ich so wirklich in der Offense einsetze oder
gegen den Ritter hier habe und denke aber mal, genau gegen diese Truppen ist sicherlich meine Truppe nicht schlecht, gerade mit dem Elektromagier jetzt aus der Ferne, der ja doch viel frostet. Ich habe jetzt Luft hier unterwegs und könnte jetzt zwar was machen, aber ich mache erstmal nichts. Oh, was ist denn das? Okay, das ist ein Päcker, Mini-Päcker. Ja. Nee, den ziehen wir auch noch nie nach. Ich brauche den. Oh, er hat also, was wir natürlich sehen, er hat vermehrt hier Erdtruppen und deswegen kommen wir mal volle Pulle aus der Luft jetzt. Der Ritter muss jetzt zwar sterben, ist ein Level 10 Ritter, ja. Ich habe wieder nichts ausgewählt. Wieder nichts ausgewählt. Nichts ausgewählt, also. Ah. Los, jetzt geht er mal ein bisschen stärker durch hier. Er hat die Musketiere im Deck, die können wir natürlich irgendwie kontern. Und gucken mal, dass wir jetzt mal ganz behende hier unseren Ballon starten, weil was anderes können wir jetzt in dem Fall nicht machen. Wir ziehen einmal den Mega Lucky dahin und den Elektromagier nach hier, dass vielleicht mein Ballon so ein bisschen durchgeht. Er geht nicht durch, er geht nicht durch. Er geht nicht durch. Das ist wirklich dösig. Den Ritter müssen wir ablenken. Das ist uns noch gerade so gelungen. Und jetzt gleich den Ballon gesetzt. Komm. Mega Lakaien raus. Auch nicht geklappt. Jetzt muss ich hier mal... Oh nein, jetzt habe ich die Pfeile versetzt. Ja, toll. Jetzt hatte ich mal eine Karte ausgewählt, die sofort gesetzt wurde. Und dann passiert mir hier an der Stelle sowas, aber der hier ist ganz gut. Und nein, er kriegt jetzt meinen Turm. Er kriegt meinen Turm. So, mal sehen. Jetzt muss ich ein bisschen, jetzt muss ich was tun. Da komme ich nicht rum. Und da muss ich jetzt seine... Lakaien, ja, da habe ich keine Chance mehr. Ich komme nicht mehr an seinen Turm ran. Wieder einen verloren. Ja, und so geht mir das hier die ganze Zeit. Ja, minus 29. Ich bin gleich schon wieder noch eine Arena runter. Das Spiel kotzt mich so an. Ah, dieses Auf und Ab hier, das geht mir echt sowas von auf die Nerven. Ich spiele ja jetzt kein schlechtes Deck. Ich meine, die anderen spielen auch nicht gerade so dolle Decks. Aber ich stelle mich hier so blöde gegen wirklich Sachen an, die unterlevelig jetzt für mich sind. Ja, ich will jetzt nicht sagen super unterlevelig. Gegen so einen hier ist natürlich genau mein Elektromagier wirklich super. Gegen so ein Inferno hier. Und jetzt kontert er. Ja, jetzt muss ich hier doch mal was frosten. Komm. Schön Frost gesetzt jetzt, dass die wenigstens durchgehen hier und der nicht ganz so stark auf meinen Lava-Hund feuert. Der Drache muss in jedem Fall weg, bevor die Puppies hier rausploppen alle. Die muss ich alle einmal wegmachen und die gehen jetzt alle schön auf den Turm. Mann, ey. Also sowas Blödes, wie was ich mir hier zusammenspiele. Das ist echt nicht normal. Ich meine, jetzt führe ich 1-0 und könnte das Ding jetzt eigentlich nur halten. Aber jetzt habe ich... Ja, also doch, ich glaube, der Elektromagier ist hier das die richtige Karte noch in diesem Deck. Auch wenn das Deck dadurch etwas teurer wurde, komme ich hiermit, glaube ich, jetzt etwas besser. Ja, nicht zurecht, sondern komme ich hier etwas besser mit klar. Und jetzt hat er natürlich ganz wenig aus der Luft, nämlich nur die paar Bogenschützinnen und hat jetzt zwar gleich meine Koboldgang zwar down, aber ich habe hier noch den Elektromagier, den ziehe ich jetzt mal nach in der Offense, der Elektromagier. Und der Hund geht da hinten hin. Das ist auch nicht schlimm, wir ziehen hier den Magier, den Megalakaien, so heißt er ja.
einfach mal hinterher und den Ballon auch. Dann sollen die hier ein bisschen für Verwirrung sorgen. Einmal jetzt gefriest hier hinten den einen kleinen Bogi. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und den zweiten Turm haben wir auch. Dann holen wir uns jetzt auch den dritten, denke ich mal. Das mache ich mit dem Lava-Hund. Ja, brauche ich nicht mehr machen. Okay. Oh, ja, das dauert. Genauso geht es mir hier in die ganze Zeit in diesem Spiel. Ja, dieses Auf und Ab. Also zwei verloren, ein gewonnen. Und ja, so sieht das von meinen Pokalen auch aus. Kurz vor 2,5. Das reicht mal wieder für meine Nerven hier. Aber es hat mir gefallen. Ich werde das Deck weiterspielen. Der Austausch von dem Elektromagier war sicherlich hier in dem Deck. Ja, das war in Ordnung. Und wenn ihr also nach wie vor mehr von mir, dem Clash Royale Noob Torto, sehen wollt, dann lasst mir am Ende des Videos gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir vor allen Dingen in die Kommentare, was ich jetzt leveln soll, was ich updaten soll. Zur Auswahl stehen ja einige Karten und ich weiß es wirklich nicht. Also nach wie vor ist mein Favorit der Inferno-Drachen, aber ich kann auch andere Sachen machen. Gift, Bowler, die drei Musketierin, den kleinen Mini-Geist hier. Und ja, ich bin noch nicht sicher, was ich mache, aber ich bin sicher, dass die Folge hier jetzt erstmal ein Ende hat. Bis dahin, euer Toto. Clasht.